Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Amy, für alle, die neu auf meinem Kanal sind. Hallo, du darfst mich gerne abonnieren, kommentieren und mir einen Daumen nach oben geben. Das hilft mir persönlich, dass ich sichtbarer werde und damit mehr Leute meinen Kanal finden. Ansonsten, vielleicht seht ihr es, ich war beim Friseur und ich bin jetzt etwas blonder. Ja, manchmal braucht man einfach eine Veränderung und für mich war es an der Zeit, etwas zu machen. Ich weiß nicht, man verändert sich über die Jahre und ich war nicht mehr dieser gleiche Mensch und deswegen hatte ich Lust auf was Neues. Und ich habe zum ersten Mal was ausprobiert. Also sagt mir mal in den Kommentaren, wie ihr es so findet. Ich finde es auf jeden Fall irgendwie cool, so ein paar Strähnchen zu haben. Ich habe vor kurzem auf meiner Startseite von YouTube ein Video gesehen mit Dingen, die ich nur einmal besitze. Von Sarah Therese, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche. Und ich fand es irgendwie eine coole Idee und ich habe euch gefragt, ob ihr sowas sehen möchtet. Und deswegen dachte ich, drehe ich heute sowas. Für mich sind viele Dinge eigentlich selbstverständlich, die sie in dem Video gesagt hat, dass man sie nur einmal hat. Und vielleicht liegt es auch daran, dass man in Amerika und Kanada mehr Sachen besitzt als hier in Europa, was für mich teilweise selbstverständlich ist, wie eine Zahnbürste nur zu haben, eine Handyhülle. Vielleicht bin das auch nur ich. Aber ich dachte, ich finde es eine coole Idee und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Abgesehen davon, dass ich nur einen Bruder habe und eine Katze, besitze ich auch noch ein paar andere Dinge. Nur einmal. Let's go! Ich besitze eine Yogamatte, weil die reicht mir vollkommen aus. Die kann ich zu Hause verwenden, ich kann sie mitnehmen. Ja, manche haben vielleicht zwei, aber eigentlich reicht doch eine auch. Ich habe eine Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Jahren einfach mal in eine etwas hochwertigere investiert und ich bin sehr zufrieden damit. Ich brauche nicht verschiedene, die hält mir, sie geht nicht kaputt und falls sie kaputt gehen sollte, würde ich mir eine neue kaufen. Aber ich hatte davor immer solche billigeren und die sind ständig kaputt gegangen, immer gebrochen. Deswegen lohnt es sich definitiv, etwas mehr Geld für eine Sonnenbrille auszugeben und da reicht auch völlig eine. Ich habe nur einen BH. Vielleicht ein bisschen zu viele Informationen, aber ich trage eigentlich keinen BH, ich trage nur Bralettes. Und ich habe diesen einen BH aufgehoben, falls man ihn dann wirklich mal für einen bestimmten Anlass benötigt und etwas mehr Support haben möchte. Aber ich mag Bügel-BHs einfach nicht mehr und ich finde es sehr einengend und unbequem. Deswegen trage ich seit 2 Jahren, glaube ich, keinen BH mehr und ja, habe nur noch einen. Ich habe eine Uhr nur. Und das ist eine Fitbit, die ich geschenkt bekommen habe. Ich hatte früher eine normale andere Uhr, das war aber nie meine. Die habe ich mir immer von meiner Mama ausgeliehen. Und ja, anfangs habe ich die ab und zu noch gewechselt, aber jetzt habe ich die andere Uhr nicht mehr und verwende noch die hier. Ich habe nur noch eine kleine Umhängetasche, die ich für die Stadt verwenden kann. Früher hatte ich mehrere und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich immer nur die gleiche nehme und die andere mir nicht so gefallen hat. Deswegen habe ich die aussortiert, ich habe sie meiner Freundin geschenkt und mir reicht die eine vollkommen aus. Ich habe eine Schlafmaske. Und ich liebe diese Schlafmaske, wobei ich mir da manchmal wünsche, noch eine zweite zu haben, damit, wenn ich in Urlaub gehe und verreise, eine Ersatz habe, falls ich die je verlieren sollte. Aber ich brauche ja nur eine für mich und deswegen reicht mir eine. Ich habe nur einen Ring, den ich mir vor einem Jahr, glaube ich, mal gekauft habe und ich liebe ihn über alles. Und das ist irgendwie so der einzige Schmuck, den ich trage. Meine Kette, mein Ring und wenn es mal hochkommt, Ohrringe, das ist aber super, super selten, deswegen eigentlich nur einen Ring. Ich habe einen Rock, weil ich bin nicht so der Rockträger. Ja. Ich habe tatsächlich nur eine Jeans-kurze Hose, weil ich vor kurzem die restlichen aussortiert habe. Und ich habe zwar noch eine Jeans-Latzhose, eine kurze, aber ich weiß jetzt nicht, ob man die zählen lassen kann. Und ich bin eher der Typ Mensch, der gerne ein Kleid anzieht oder so Stoffhosen. Wobei ich da auch nur noch eine habe, weil ich die andere auch sortiert habe. Jetzt so als ganzen Überpunkt Make-up. Ich besitze eigentlich von den meisten Dingen nur eine Sache, also ein Puder und das ist auch so das Einzige, was ich habe, um mein Gesicht abzudecken. Ich besitze keinen Abdeckstift mehr. Der ist vor einer Weile ausgegangen und ich würde jetzt auch nach einem Produkt suchen, was vegan ist, was ein bisschen nachhaltiger vielleicht ist. Falls ihr mir da Ideen habt oder sowas, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann kann ich da mal schauen, weil man möchte dann doch manchmal seine Pickelchen abdecken und da wäre das ganz von Vorteil, weil so verwende ich nur einen Puder. Ich habe auch nur eine Lidschattenpalette und das reicht mir auch. Einen Nagellack, weil ich meine Fingernägel nie lackiere und ich verwende den Nagellack nur, um meine Fußnägel zu lackieren im Sommer. Eine große Schüssel, die für alles funktioniert. Ich esse da drin meine Suppen, Ramen, Salat. Ich weiß, ich wohne zu Hause und meine Eltern haben natürlich mehr Geschirr und es ist jetzt die Frage, ob das zählt, aber die habe ich mir damals selber gekauft und das ist meine absolute Lieblingsschüssel und ich esse ständig aus der. Und davon habe ich aber auch nur eine. Ich habe nur eine schicke schwarze Hose, wenn ich was für einen Anlass brauche, wenn ich für die Arbeit mal was Schönes brauche.
Und praktisch gesehen habe ich auch nur eine Jeans insgesamt, die ich ohne Löcher zu allem anziehen kann. Technisch gesehen habe ich noch eine zweite. Aber ja, weiß nicht, kann man das zählen lassen, weil ich nur die eine anziehe? Aber ich habe eigentlich mehr. Ich habe einen Blazer, falls ich für einen Anlass mal für die Arbeit was brauche, für eine Bewerbung oder sonst irgendwas. Da reicht der eine auch vollkommen aus. Einen Gürtel, den ich mal von meiner Mom quasi geerbt habe. Das ist so ein guter Gürtel, dass ich den zu jeder Hose eigentlich anziehen will, wenn ich eine Hose trage. Beziehungsweise, wenn ich einen brauche. Und da reicht mir der voll. Ich habe noch ein paar hohe Schuhe für den Fall der Fälle, dass ich auf eine Hochzeit eingeladen werde. Was nicht passiert, weil bei mir niemand heiratet. Oder eine Konfirmation oder sowas. Die sind auch super bequem, die habe ich seit Jahren. Und die anderen habe ich alle aussortiert, weil ich eigentlich gar keine hohen Schuhe sonst trage. Als Begriff so technische Geräte habe ich eigentlich prinzipiell nur eins, wenn man mein Handy jetzt nicht mitzählt. Also ich habe einen Computer, das funktioniert für mich für alles. Ich habe nicht noch zusätzlich ein Tablet, ich habe keinen Fernseher, sondern nur meinen Laptop, wo ich alles drauf machen kann. Funktioniert auch prima. Ich kann darauf Filme anschauen. Ich schneide meine Videos da drauf. Ich lerne damit. Und der passt. Und zu guter Letzt, ich habe eine Kamera. Man würde das meistens nicht denken von Leuten, die im Internet Videos drehen und viele Fotos machen oder sowas, dass sie nur eine Kamera besitzen. Aber ich habe tatsächlich nur eine, meine Canon G7X. Und ich liebe sie. Ich brauche nicht mehrere. Und für mich war das auch, ich habe, als ich angefangen habe mit YouTube zu machen, noch gar nicht meine Kamera, die ich jetzt zum Film verwende, gehabt, sondern ich wollte erstmal schauen, ist das Ganze was für mich und funktioniert das? Und erst dann habe ich mir was gekauft, weil es bringt nichts davor, dir Geld auszugeben für teures Equipment, wenn du dann später merkst, okay, das willst du überhaupt gar nicht machen. Ich bin völlig zufrieden und happy damit. Das waren jetzt so ein paar Dinge, die ich nur einmal besitze. Viele dieser Dinge sind für mich irgendwie logisch gewesen. Deswegen lasst mich gerne wissen, wovon du nur eine Sache hast, wo man eher denkt, davon haben Leute mehrere Sachen. Deswegen habe ich auch jetzt nur die Sachen aufgezählt, wo ich denke, vielleicht hat da jemand anderes mehr davon. Weil ich habe das Gefühl, in Europa und generell hier haben die Leute nicht so viel von allem wie vielleicht in Amerika. Weil für mich ist es auch logisch, irgendwie nur eine Handyhülle zu haben und nur ein Handy zu besitzen. Aber es kann ja sein, dass jemand anderes da mehr hat. Und deswegen fand ich es in der Hinsicht vielleicht auch ein bisschen schwierig, das Video so zu strukturieren. Ich hoffe, es war interessant für dich. Und ansonsten kommt in 2 Wochen das Video mit meinen persönlichen Struggles zum anfänglichen Minimalismus. Falls du da noch Fragen hast, stell sie gerne unter meinen angepinnten Kommentar. Nächste Woche habe ich nämlich Prüfungen, da nehme ich mich ein bisschen zurück und werde auch ein kürzeres Video wahrscheinlich drehen für Sonntag. Also falls du da einen speziellen Wunsch hast oder ihr mal Bock auf ein Q&A habt oder sowas, lass mich das gerne wissen. Und ansonsten drücke ich dich jetzt ganz fest. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.